Herzlich willkommen zum Wi-Farian Webinar Why Wireless Monthly Energy. Hier, dieses Mal kommt die Energie von Wi-Farian und der iFoy Award Organisation. Wir sind hier im Showroom von Wi-Farian in Freiburg. Unser Thema des Webinars, wie angekündigt, iFoy Award 2020, das Startup Special. Wie verändern die Startups die Logistik von morgen, speziell die Intralogistik auch. Ich freue mich, das Webinar moderieren zu dürfen. Vielen Dank an Wi-Farian für die Einladung. Was erwartet euch in den nächsten 60 Minuten? Ich darf schon so viel verraten. Natürlich erzählen wir alles über den iFoy Award, was der ist, wie man da teilnehmen kann. Und dann natürlich stellen wir die vier Startups vor, die in das Finale gekommen sind dieses Jahr. Und natürlich lüften wir auch das Geheimnis, welches Startup letztendlich mit welcher Lösung gewonnen hat. Ihr dürft natürlich auch teilnehmen. Via Chatbox könnt ihr Fragen stellen, die dann hinterher so schnell wie möglich beantwortet werden. Ich freue mich nun, die Runde vorstellen zu dürfen. Es sind die Experten der Startups zu uns gekommen. Zunächst möchte ich den Gastgeber vorstellen. Er ist der Co-Founder von Wi-Farian und hat sich mit seinem Team vor einigen Jahren, 2016 war das, zur Aufgabe gemacht, die Welt der Ladesysteme zu revolutionieren. Und dafür hat das Unternehmen das erste marktreife und zu 100% kontaktlose Wireless Charging System erfunden, und zwar für industrielle Elektrofahrzeuge. Er bezeichnet sich selbst als Tech-Evangelist, und was Evangelisten so machen, die predigen über Technologien, und das hat er auch schon reichlich und oft gemacht. Und das Forbes Magazin hat ihn tatsächlich vor ein paar Jahren zu Europas 30 under 30 in der Kategorie Industrie ausgewählt. Jetzt ist er schon ein bisschen über 30, hat ein bisschen mehr Erfahrung. Herzlich willkommen, Johannes Mayer. Dankeschön. So, kommen wir zum nächsten Unternehmen. Unflexible Förderanlagen flexibler machen, das war sozusagen das Motto des Unternehmens, das zu uns hierher gekommen ist. Das haben sich 2017 ein paar Existenzgründer aus Bremen vorgenommen. Ihre zündende Idee fanden sie übrigens nicht in einem Lager oder in einem Showroom, sondern bei einer völlig anderen Sache, aber das wollen wir erstmal später verraten. Jedenfalls am Ende haben sie es geschafft, dass eine Vielzahl von Rädchen Pakete in jede gewünschte Richtung befördern können, und das ist für die Fördertechnik, die relativ starr war, bisher schon eine revolutionäre Geschichte. Das Ganze heißt Celluveyor. Zu uns gekommen ist die Business Development Expertin des Unternehmens. Nach ihrem Studium ist sie erstmal nach Uruguay ausgewandert und hat sich dort ein paar Jahre bei einem Luxusreiseveranstalter die Themen Prozessoptimierung, Produktmanagement und Vertrieb angeguckt. Fand sie dann doch nicht so wahnsinnig spannend in dieser Luxuswelt, kam wieder zurück nach Deutschland und übernahm 2017 bei Cellumation die Verantwortung für die optimalen Prozesse des Startups und ist dort jetzt als Team Lead Business Development tätig. Herzlich willkommen von Cellumation, Sonja Gabriel. Dankeschön. So, völlig losgelöst, aber nicht im All, sondern im Lager. Das war das Motto unseres dritten Unternehmens, das wir vorstellen dürfen. Es war auch im Jahr 2017, war wohl ein interessantes Jahr für die Startups in der Intralogistik. Jedenfalls völlig losgelöst in Anlehnung an Peter Schillings Song, war quasi das Motto dieser jungen Menschen aus dem Umfeld des Fraunhofer IML in Dortmund. Ihre Idee war ein fahrerloses Transportfahrzeug, ein AGV, mit einer Drohne auszustatten, und zwar einer Drohne, die das Bestandsmanagement macht. Und nicht nur das, die Drohne kann noch viel mehr. Sie kann die Temperatur messen, sie kann Schäden erkennen, und man kann sie mit allerhand Daten füttern, die man dann später auswertet. Sie übernahm schon während ihres Studiums die Pressearbeit in dem Unternehmen, und dann wollte sie nicht in einen großen Konzern mit viel Geld und wenig Arbeitsstunden gehen. Sie hat sich für das Startup weiterhin entschieden und ist dort im Bereich Marketing und Presse tätig. Herzlich willkommen in der Runde von Docs Innovation, Marie Sangmeister. Danke.
So, Foghorn hat kurzfristig abgesagt in dieser Runde, deshalb fahren wir gleich fort. Wir nehmen das Wort iFoy Award ziemlich oft in den Mund. Alle Unternehmen hier haben es bis ins Finale geschafft, aber manche wissen vielleicht noch gar nicht, was der iFoy Award eigentlich ist. Es soll ein paar Leute geben, die immer noch fragen, iFoy, für was steht das eigentlich? Deshalb haben wir einen kurzen Film über die iFoy Test Days und das iFoy Test Camp vorbereitet. Der wurde in Hannover gedreht im Februar, eine der letzten Logistikveranstaltungen, die noch stattfand mit Menschen ohne Mund- und Nasenbedeckung. Das wird man gleich sehen. Deshalb Video ab aus der Messehalle in Hannover. Marie, die erste Frage gleich an dich. Wir nehmen das Wort iFoy oft in den Mund. Was heißt iFoy eigentlich und warum gibt es den Award? Genau, iFoy heißt International Interlogistics Forklift Truck of the Year. Da werden eben Produkte und Gesamtsysteme aus der Intralogistik prämiert. Seit 2013 stellen die sich dann dem iFoy-Test während dem iFoy-Audit und ja, Ziel ist es im Grunde einmal, die Produkte aufzuzeigen, aber auch die Intralogistik als gesamte Branche darzustellen. Genau. Was hat euch bewogen, euch bei dem Wettbewerb zu bewerben? Es gibt ja jede Menge Wettbewerbe im Bereich der Startups. Genau, also der iFoy, der hat einfach einen sehr internationalen Aspekt. Da ist eine Expertenjury, das macht schon was her, wenn man das so sagen will. Und ist wirklich sehr anerkannt und dann haben wir uns dazu entschieden, uns da zu bewerben. Sonja, was waren eure Beweggründe?
Ja, bei uns waren es, glaube ich, größtenteils zwei Dinge, zusätzlich zu dem, was Marie schon gesagt hat. Einerseits ja die Internationalität, also die Jury, das sind Journalisten aus, ich glaube, dieses Mal waren es 19 Ländern und das war halt, wir konnten uns Feedback einholen halt aus der ganzen Welt, aus Europa, aber halt auch aus China, Australien, solche Länder. Und gerade da wir halt gerne global denken möchten und das System global positionieren wollen, war das für uns entscheidend. Und zusätzlich war das die zweite Komponente, dass halt nicht nur die Expertenjury der Journalisten da war, sondern dass es halt auch das IFOI Testcamp gab, wo dann halt Entscheider kommen. Und das war für uns auch nochmal ganz toll, dass wir zwei Sachen auf einmal damit sozusagen abdecken konnten. Uns Feedback holen von Journalisten, die was vom Fach verstehen und andererseits aber auch mit Entscheidern aus Industrie, Logistik, Handel, wie dann zum Beispiel ja Porsche, DAXA, BMW dieses Mal, die da waren und die dann vorbeikommen können, sich das in Themenrunden konnten sie vorbeikommen, die waren dann geführt, wo es hieß, okay, ich möchte gucken, was ist alles neu, alle Startups zum Beispiel, und die aber auch noch so individuell vorbeikommen konnten und einfach mal uns ausprobieren konnten und halt nicht im Umfeld einer riesen Messe, wo wir einer von 20 Ständen sind, sondern wirklich einer von 4 Finalisten und wir sozusagen gut positioniert waren. Das fanden wir ja eine tolle Möglichkeit. Marie, wie habt ihr das Testcamp empfunden? Es war halt einfach, es war sehr international und es war schon besonders, dass wirklich die großen Logistikentscheider da waren, trotzdem aber in einem relativ familiären Rahmen. Also man hatte dieses klassische Messesetting, aber auch alles noch recht familiär. Und für euch, wie war es für eure Ferien? Ja, toll. Also wir sehen vor allem eben den großen Vorteil, dass es eine unabhängige Jury gibt und dass der Preis sozusagen nicht nur durch eine Papierbewerbung ermittelt wird, sondern wirklich die Produkte getestet werden. Das heißt, man bekommt tolles Feedback, man kommt ins Gespräch mit Experten aus der Branche. Und das ist schon was Besonderes. Und dann natürlich hat der IFOI insgesamt eine sehr hohe Reichweite. Also 2019 waren das bis zu 90 Millionen Views, sag ich mal, über die Sieger, und über 300 Magazine haben da weltweit berichtet. Also das ist für ein Startup auch eine tolle Möglichkeit, eine große Reichweite zu bekommen und auch Aufmerksamkeit für eine neue Technologie. Das ist für uns alle, denke ich, immer die große Herausforderung. Ja? Man hat gute Ideen, aber es bringt nichts, wenn die Welt darüber nichts erfährt. Kannst du kurz berichten, wie hoch war der Bewerbungsaufwand? Musstet ihr da Tage euch was ausdenken? Nee, der Bewerbungsaufwand war sehr überschaubar. Also man geht auf die Website ifo.org und dann ein bisschen beschreiben, ein paar Fotos. Und dann kann man das abschicken und gut, alles andere kommt dann natürlich noch, die Testdays. Aber insgesamt war der Bewerbungsaufwand sehr überschaubar. Und für Startups eben auch mit, sag ich mal, 1.000 Euro erschwinglich für das, was man dafür bekommt, und insofern eine gute Sache, würden wir jederzeit wieder machen. Und was hat er euch bisher gebracht? Ja, also wir haben schon gemerkt, in der ganzen Zeit, vor allem seitdem wir dann auch als eines der nominierten Startups dann galten und da bei den Testdays dabei waren, hat es schon eine ganze Menge Aufmerksamkeit erzeugt. Also wurde schon berichtet in Fachmagazinen. Und ja, eben das Feedback der Jury war auch sehr, sehr hilfreich. Okay, dann gucken wir mal an, wie weit die Reichweite dieses Jahr geht. Der wurde ja eben vor kurzem verliehen, der Award. Man kann sich auch schon wieder auf der Homepage bewerben, www.ifoi.org, weil nach dem Award ist vor dem Award für uns auch von der Organisation auch. Ne? Jetzt wollen wir uns aber die einzelnen Finalisten im Detail angucken. Was macht ihr mit euren Unternehmen? Das ist sicher hochspannend, das anzugucken. Und weil ich viel quatschen kann, aber Bilder und Videos viel mehr sagen als meine Tausende von Worte, haben wir Filme mitgebracht. Und als ersten wollen wir uns die Drohne angucken. Deshalb Film ab für Docs Innovation.
Ja, Marie, Docs Innovation, ist das ein Drohnenunternehmen, das zufälligerweise in der Logistik seine Use Cases gefunden hat, oder ist es ein Logistikdienstleister, der nur auch eine Drohne im Einsatz hat? Also im Grunde weder noch. Wir verstehen uns als datengetriebenes Unternehmen. Wir erfassen Daten, visuelle Daten in der Logistik und werten die eben zu wertvollen Informationen aus, und das auch im verschiedenen Umfeld. Und gerade die Drohne, die ist für uns ja Mittel zum Zweck. Also wir könnten auch einen Luftballon benutzen und da unsere Sensoren dran anbringen, aber das wird natürlich ewig dauern. Deswegen, Heißluftballon. Genau, deswegen haben wir uns für die Drohne entschieden. Aber ja, also unsere Kernkompetenz sind eben die Daten. Deswegen würden wir uns jetzt nicht unbedingt als Drohnenunternehmen sehen. Wir stellen eben die Daten für die Logistik zur Verfügung und haben da so unser Zuhause gefunden. Gut, bei Drohne denkt ja nun jeder an rechtliche Genehmigungen, alle möglichen Vorschriften, die es ja auch gibt im freien Luftraum. Wie ist das bei euch im Lager? Genau, also dadurch, dass wir im Innenbereich operieren, gibt es da keine Vorschriften. Da muss jetzt auch kein Drohnenpilot sein. Wir empfehlen das immer, aber es muss jetzt kein Drohnenpilot dabei sein. Im Grunde sorgt der Anwender, also der Arbeitgeber, dann selber für die entsprechende Umsetzung von Arbeitssicherheit etc. Aber das ist wie mit vielen autonomen Systemen, die mittlerweile im Lager operieren, eigentlich kein Problem. Und da gibt es kaum Regelungen. Genau. Bestandsmanagement, Umwandlung der Daten in die Softwaresysteme ist ja noch nicht ganz banal. Schäden erkennen wahrscheinlich auch nicht ganz banal. Wie läuft denn die Implementierung der Lösung ab? Genau, also im Grunde ist es einfacher, als man das denken würde. Man hört Drohne im Lager, denkt man sich, um Gottes Willen, was müssen wir dafür alles tun? Ja, im Grunde ist es so, wir kommen und dann fahren wir das Lager einmal ab und dann kann das schon selbstständig operieren. Und ja, für den Export bieten wir einmal den CSV-Export an, weil das so sehr common ist, und für die meisten ERP-Systeme haben wir auch Schnittstellen und das einfach wirklich mit ganz wenig Aufwand integrierbar ist und man wirklich gleich so einen Return on Invest hat. Okay, spannende Lösung. Gucken wir, was man von euch noch hört. Kommen wir zum nächsten Video. Das ist das Video von Cellomation, das wir uns kurz angucken wollen. Sonja, wie kam es zu der Idee von Cellomation und dem Conveyor, gab es irgendeinen Magic Moment? Ja, auf jeden Fall, und wie immer eigentlich einen völlig unerwarteten. Also wir kommen auch aus dem Forschungsumfeld und einer der Gründe, Claudio, hatte sich in einem vorherigen Projekt halt damit beschäftigt. Da ging es um das optimierte Ein- und Ausladen von Containern, und da braucht er eine Pufferfläche, auf der Pakete organisiert werden können, auf denen die zwischengelagert werden können, und dann wurde nichts gefunden und dann wurde dieses Projekt einfach eingestampft als leider nicht umsetzbar, und dann hat er einfach kurz später dann bei YouTube einen Fußballroboter-Spiel gesehen und hat gesehen, diese Roboter machen doch eigentlich genau das, was wir wollen, nur umgekehrt. Die bewegen sich komplett frei
auf dem Boden hin und her, komplett können super präzise angesprochen werden. Und genau, das ist eigentlich in a nutshell, was jetzt der Celeware ist. Wir haben einfach diese Fußballroboter umgedreht, aneinander gesetzt, mehrere, und bewegen jetzt auf den Rädern der Fußballroboter halt Pakete hin und her. Also ja, einmal YouTube gucken und dann so schnell geht's. Dann ist man auf einmal ein Startup beim i4 Award. Genau, klingt jetzt nach total banale Geschichte, aber vielleicht magst du uns auch erzählen, was den Celeware denn so einzigartig macht. Ja, einzigartig macht ihn besonders diese Sache, dass wir halt wirklich diese eine zentrale Zelle haben, die immer gleich aussieht. Und wenn man sich jetzt die Systeme anguckt, die im Moment die herkömmlichen Materialflusssysteme, die haben alle eine ganz genaue Aufgabe, sehen alle unterschiedlich aus. Man kann geradeaus transportieren mit dem Rollenförderer, man hat vielleicht eine Ausschleuse, wo es mal links rausgeht, dann hat man einen Kommissionierarbeitsplatz, und bei unserem ist es halt so, wir haben eine Zelle, die immer gleich aussieht und die durch Software alle diese verschiedenen Anwendungen halt machen kann, für die alle benutzt werden kann. Und das ist das, wo der Riesenunterschied ist. Nicht die Hardware gibt vor, was passiert, sondern die Software. Und das ist revolutionär. Wie geht's weiter mit dem Celeware? Entwickelt ihr noch weiter die Feinheiten oder macht jetzt erstmal Massenproduktion, Rädchen ohne Ende? Ja, beides, würde ich sagen. Ich glaube, ein bisschen wie bei uns allen. Also die Hardware steht jetzt erstmal, also die Zelle ist fertig entwickelt und da gehen wir jetzt, sagen wir, okay, wie skalieren wir die Produktion hoch? Auf jeden Fall. Aber die Software, gerade da wir sagen, wir können eigentlich so gut wie jedes Materialflusssystem ersetzen, da bis man die alle erstmal durchprogrammiert hat, das dauert. Also da werden wir auf jeden Fall weiter arbeiten und wahrscheinlich fällt uns immer wieder was Neues ein, was wir doch auch noch gerne abdecken möchten. Das gucken wir uns dann gerne mal an in der Zukunft. Prima, vielen Dank. Kommen wir zum Film von Wyvarian, den wir uns gern gemeinsam angucken. Johannes, magst du uns kurz erzählen, was war so die Initialzündung für euer Produkt? Was macht den Unterschied zu anderen Produkten? Genau, also wir kommen auch aus dem Forschungsumfeld, aus dem Fraunhofer-Institut, meine Mitgründer und ich. Wir haben uns damals mit der Energiewende beschäftigt. Wie können wir Solarstrom und Windstrom möglichst günstig machen? Wir kommen also aus diesem Umfeld, ja, und wir haben dann festgestellt, wir sind da schon relativ weit, was die Erzeugung von erneuerbaren Energien betrifft. Jetzt müssen wir aber auch die Wirtschaft elektrifizieren, um diesen erneuerbaren Strom nutzen zu können. Und da haben wir uns dann zuerst die Frage gestellt, wie kann die Elektromobilität erfolgreich werden?
Und da haben wir eben gesehen, das Laden der Autos ist ein großes Hemmnis, wenn ich immer das Kabel einstecken muss. Und da war die Idee des kontaktlosen induktiven Ladens geboren dann. Die Idee ist natürlich schon älter, aber wir haben dann erstmalig das geschafft, mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad umzusetzen am Forschungsinstitut. Und der nächste Schritt war dann zu sagen, das ist eine spannende Technologie, da können wir was draus machen. Allerdings gibt es da noch ein anderes Feld neben der Autobranche, wo heute schon sehr viele Elektrofahrzeuge unterwegs sind. Und das ist die Intralogistik und die Industrie, die mobilen Roboter. Und da haben wir uns dann bewusst entschieden, erstmal auf dieses Marktsegment zu gehen, weil es einfach heute schon relativ groß ist und viele Anwendungen gibt, und haben dafür dann die ersten Produkte entwickelt. Ja, und wir haben es eben geschafft, Strom, bildlich gesprochen, durch die Luft zu übertragen, mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad. Da geht also nicht mehr Energie verloren, als wenn ich ein klassisches kabelgebundenes Ladegerät verwende. Und ja, das ist eine tolle Sache und kommt auch bei den Kunden sehr, sehr gut an. Ich glaube, vor einigen Jahren war das noch so, dass nur die Hälfte an Energie übertragen werden konnte, und da ist man jetzt deutlich Genau, weiter. Also das Grundprinzip gibt es ja schon länger. Die meisten haben wahrscheinlich eine elektrische Zahnbürste zu Hause, und das gleiche Prinzip, ja. Genau. Steigen wir ein bisschen in die Tiefen oder Untiefen des Ladens ein. Es gibt ja das sogenannte In-Process-Charging und das Opportunity-Charging. Kannst du uns den Unterschied bitte erklären? Also Opportunity-Charging heißt erstmal, ich nutze kurze Pausen der Fahrzeuge zum Laden. Also ich habe die Gelegenheit zu laden, dann nutze ich die, kann neue Energie ins Fahrzeug schieben. Wir setzen da noch einen drauf und sagen, wir können auch In-Process-Charging machen, weil das Schöne ist, wir können die kontaktlosen Ladesysteme wirklich in den Boden integrieren, sodass man die praktisch nicht sieht, und kann die dadurch mitten im Prozess auch reinmachen. Man hat keine Stolperfalle und kann dadurch an Stellen im Prozess laden, wo das Fahrzeug ohnehin steht beispielsweise. Und bei der richtigen Auslegung kann man dadurch eigentlich einen 24/7-Betrieb hinkriegen, wo die Fahrzeuge keine zusätzlichen Ladepausen mehr brauchen. Und heute stehen die halt teilweise 6 Stunden dann an der Ladestation. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil für die Endanwender dann am Ende des Tages. Ihr habt ja dieses Jahr schon mal einen Award gewonnen, das beste Produkt bei der Logimat. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was kann man von euch noch in der Zukunft erwarten? Ja, also wir machen natürlich weiter, wir ruhen uns nicht aus. Jetzt kommt, wie gesagt, dieses Jahr noch ein zweites Ladesystem auf den Markt mit einer sehr viel höheren Leistung für größere Fahrzeuge. Was wir aber auch verstärkt machen, ist in den Bereich eben Software auch zu gehen, also sprich Energiemanagement von Fahrzeugflotten. Also das heißt, unsere Ladesysteme sind auch mit Netzwerkschnittstellen ausgestattet, sodass man dann die Fahrzeugflotten optimal steuern kann. Dann bieten wir neben den Ladesystemen auch Batteriesysteme an. Das heißt, wir können eigentlich eine komplette Energielösung an den Kunden liefern. Kann also dieses Problem der Energieversorgung komplett an uns abgeben, und wir lösen es für ihn, egal was er für eine Anforderung hat. Ein Problemlöser ist Wyferian. Vielen Dank, Johannes. Jetzt wird spannend. Wir wollen jetzt mal gucken, wer denn gewonnen hat beim iFoy Award in der Kategorie Startups. Es hat ja bekannterweise die Corona-Krise vorgeherrscht, deshalb konnten wir die Preisverleihung nicht live machen, so wie bisher, und haben nur eine virtuelle gemacht. Dazu haben wir einen Roboter erfunden, der sich transformiert, der IT20, den darf man nicht verwechseln mit IT, das war der Typ, der immer nach Hause telefonieren wollte. Gucken wir uns an den Sieger in der Kategorie Startup of the Year des iFoy Awards 2020. This is a blueprint for inductive charging in future intralogistics. The iFoy Award in the category Startup of the Year goes to Eterlink 3000 by Wyferian. We are Wyferian. We are very proud to win the iFoy Award 2020 in the category Startups. Yeah! Ja, Gratulation, Johannes. Dankeschön. Habt ihr damit gerechnet? Also am Anfang nicht natürlich. Also es war schon eine große Überraschung dann, weil wir haben gesehen, wir haben harte Konkurrenz. Also es waren alles tolle Lösungen, die da im Rennen waren. Man hat auch schon gemerkt, das sind jetzt alle Startups, die haben das Garagenstadium schon verlassen. Ja, deswegen
Und bei den Test Days sind alles tolle Lösungen. Wir freuen uns natürlich wahnsinnig, dass wir am Ende das Rennen gemacht haben, aber genauso freuen wir uns auch, mit den anderen hier zu sitzen, weil wir sind überzeugt, die großen Innovationen können wir nicht allein den großen Unternehmen überlassen, sondern da müssen auch die Startups ran und wir können einfach auch neue Technologien voranbringen und teilweise sehr viel schneller als große Unternehmen. Und wie waren die Reaktionen? Oma, Opa, Großkunden? Toll, also viele Gratulationen und ja, es freut einen natürlich auch persönlich. Man hat ja doch viel investiert, auch über die letzten Jahre. So eine Startup-Gründung, das könnt ihr sicher bestätigen, ist eine Achterbahnfahrt. Also insofern, das ist jetzt natürlich sehr, sehr schön. Ja, und da freuen wir uns auch fürs Team auch toll, weil letzten Endes sind es ja die Leute, die das dann auch möglich gemacht haben im Unternehmen durch tolle Produkte und da sind wir wahnsinnig stolz. Prima. Lass uns gleich bei dem Thema Corona-Krise bleiben, hier für die Diskussionsrunde mit euch allen, wie die Startups die Intralogistik der Zukunft verändern können oder werden, je nachdem, wie man es sieht. Homeoffice, Mobile Devices, Arbeiten ist ja eigentlich für Startups nichts Neues. Die Frage ist, wie krass war die Umstellung während der Pandemie für euch? Vielleicht Maria? Also individuell war es natürlich krass, weil auf einmal ist man dann im Homeoffice und hat auch den Kontakt nicht mehr so ganz. Da muss man natürlich gucken, dass man irgendwie über Videochat etc. den Kontakt wieder aufbaut zueinander und dann auch wirklich einen festen Rahmen schafft, in dem man kommuniziert. Aber insgesamt ja, war das eigentlich relativ ereignislos, weil du hast ja schon gesagt, im Startup ist das jetzt nicht ganz so festgefahren, will ich mal sagen. Also wir sind ja eh sehr flexibel. Und ja, insgesamt hat es ganz gut funktioniert, die Umstellung. Und ich möchte auch sagen, wir kommunizieren seitdem viel effizienter. Also dadurch, dass man eben sich dann speziell kontaktiert, wenn irgendwas ist, ist die Kommunikation wirklich besser geworden. So viel von Marie. Wie war es bei euch, Sonja? Also ich glaube, was für uns auch super war, einfach dieses Prozesse anpassen. Das haben wir als Startup also halt noch total jeden Tag eigentlich. Deswegen war es okay, wir haben dann einfach, ich glaube, an Tag 3 des Homeoffice eingeführt, wir machen jetzt 11:30 Uhr Coffee Break. Halbe Stunde mit der Abteilung und dann einmal die Woche haben wir unser Monday-Meeting der gesamten Firma halt auch online gemacht und dann läuft das auch. Und ja, das war total gut. Und andererseits bei uns war es so, dass es... ja, dass wir teilweise auch da positive Effekte gemerkt haben. Dadurch, dass einfach zum Beispiel, man gemerkt hat, die großen Firmen, die eigentlich in ihren Projekten feststecken, dass die dann jetzt auch mal Zeit hatten, sich umzugucken, was gibt's eigentlich Neues für Innovationen am Markt und dass wir sogar mehr Anfragen als vor Corona erhalten haben. Besonders im April, wo alle irgendwie waren, okay, ich kann gerade nichts mehr machen, aber guck ich mal, was gibt's denn so Neues am Markt? Also es war ganz spannend und dass es für uns auch so ein kurzes Innehalten war für ja doch ein paar Prozesse jetzt festzurren können, andererseits, wozu man halt auch sonst im Alltag keine Zeit hatte, aber bei uns war es wirklich, es wurde nicht wirklich was gecancelt, wir hatten nicht wirklich Probleme mit Kunden, ein, zwei Projekte wurden 3 Monate aufgeschoben, aber ja, also für uns war es, genau wie Marie meinte, komisch persönlich, aber wir haben uns, glaube ich, sehr schnell anpassen können und das Beste draus gemacht. Johannes, bei euch auch mehr Anfragen als sonst im April? Also wir haben schon gemerkt, dass man auf jeden Fall besser Termine bekommt per Videokonferenz dann, weil die Leute einfach weniger reisen, mehr Zeit haben. Das ist schon positiv. Insgesamt ja, merkt man schon, dass sich natürlich Projekte auch teilweise verschieben, weil natürlich die großen Unternehmen jetzt auch etwas vorsichtiger sind mit größeren Investitionen. Aber wir sind schon überzeugt, dass selbst wenn es kurzfristig jetzt mal einen Dip gibt irgendwie, dass es mittelfristig eigentlich eher ein positiver Treiber sein wird für weitere Automatisierung und generell auch natürlich E-Commerce, damit die ganze Logistik dahinter eher gestärkt wird durch die aktuelle Situation. Und insofern schauen wir eigentlich optimistisch trotzdem in die Zukunft, dass die Technologie immer wichtiger werden wird. Ja. Ihr seid ja nun hauptsächlich in der Intralogistik unterwegs und unterhaltet euch ja auch viel mit anderen Startups bei Wettbewerben oder sonst, man trifft sich ja alle in Asien lang. Ist es da besonders sexy, wenn man sagt, man ist in der Intralogistik unterwegs und nicht in irgendeinem anderen Fancy? Ich weiß jetzt nicht, ob sexy das erste Adjektiv ist, was mir zu Intralogistik einfallen würde, aber was ich schon sexy finde, ist, ja, sag ich mal, ein Hardware-Produkt irgendwie zu haben, was dann wirklich tagtäglich im harten Industrieeinsatz ist und
Das ist natürlich schon eine große Herausforderung auch als Startup, klar, so Hardware auf die Beine zu stellen mit allem, was dazugehört, Zertifizierung, Sicherheit und so weiter, Zuverlässigkeit. Aber es ist eben ein schönes Gefühl dann auch zu sehen, das werden jeden Tag so und so viele 100 Gabelstapler damit geladen und verrichten ihren Dienst. Und die Intralogistik ist natürlich was, wo, sag ich mal, die breite Öffentlichkeit jetzt nicht so in Kontakt mit ist. Aber ich sage immer gerne, jedes Mal, wenn ihr was bei Amazon bestellt, dann kommt es mal in Kontakt mit der Intralogistik und sorgt eben dafür, dass wir alle unsere Päckchen zu Hause erhalten. Das ist halt eher so Sexiness auf den zweiten Blick, ne? Genau. Nicht so gleich, dass man sieht, oh, das sind hier Topmodel, aber wenn sie uns dann kennenlernen, unsere inneren Werte, dann sagen sie, boah, die sind schon echt cool. Lass uns mal die Intralogistik genauer angucken. Die Frage ist, es kommt ja nicht unbedingt ein Startup jetzt auf die Idee, Stapler zu bauen, weil da gibt es ja schon ein paar, die bauen ganz viele Stapler, sondern eher Lösungen in Nischenbereichen. Wo glaubt ihr denn, in welchen Bereichen werden die Startups besonders viel Einfluss haben im Bereich der Intralogistik? Marie? Also ich denke, gerade im Bereich der Prozesse, die Intralogistik ist ja, man würde nicht sagen, altmodisch wäre der falsche Ausdruck, aber es gibt viele Prozesse, die einfach optimiert werden können. Und dann kann man sich als Startup natürlich fragen, okay, wo kann ich da ansetzen? Wie kann ich das einfach simpler gestalten? Wie gerade bei uns die Inventur, das sind sonst zwei Personen, die laufen den ganzen Tag durchs Lager, haben den Hubwagen dabei. Da ist auch ein Unfallrisiko mit verbunden, weil sie eben dann auch in schwindelerregende Höhen müssen. Und das kann man einfach einfacher machen. Gerade an dem Bereich setzen eben Startups an und vereinfachen diese Prozesse einfach. Einfacher machen, datengetrieben, das sind so Bereiche. Genau. Johannes, was meinst du? Ja, also ich denke, Startups gehen halt an die Dinge oft ein bisschen mit einem unverbrauchten Blick ran und schauen tatsächlich eben, was gibt es für Probleme, wie kann man die lösen, dann haben sozusagen nicht diese, ja, vielleicht Blindheit, die man nach sehr langer Zeit auch hat in der Branche, man hinterfragt Dinge und denkt auch mal völlig neue Ansätze mit einem starken Fokus eben aufs Problem, ja. Unverbrauchter Blick, man geht anders ran. Welche anderen Vorteile haben Startups im Vergleich zu Konzernen? Ihr könntet ja auch jetzt bei irgendeinem DAX-Konzern in irgendeiner Abteilung, in irgendeinem Unterbereich arbeiten und eure Sachen vielleicht entwickeln oder auch nicht. Aber ihr seid ja in Startups. Ja, also ich denke, Startups haben einen großen Vorteil. Sie haben ihren hundertprozentigen Fokus auf einem Thema und können natürlich auch schneller agieren. Also wir haben kurze Entscheidungswege. Man nennt es ja auch Pivot, quasi wie der Basketballspieler, der so schnell die Richtung wechseln kann. Und das ist gerade eben bei Innovation im frühen Bereich sehr, sehr wichtig, weil man macht sich Gedanken, hat eine Idee und dann geht man das erste Mal raus in die Realität und stellt fest, dass viele Annahmen, die man für sich getroffen hat, falsch sind. Und das bedeutet, man muss sich dann sehr schnell anpassen. Und darin sind Startups, glaube ich, sehr, sehr gut, eben das aufzunehmen, diese Impulse, und sehr schnell ihre Strategie auch anzupassen, so lange, bis sie dann wirklich scharf ist und das eigentliche Problem trifft. Und das ist der große Vorteil, den ich für Startups sehe. Marie, sonst noch Vorteile? Ja, genau. Also klar, wie Johannes schon gesagt hat, man beschäftigt sich halt mit diesem einen Thema und versucht aber auch, dieses Thema möglichst breit aufzuarbeiten. Also dass man jetzt nicht nur die eine Lösung für das eine Unternehmen findet, sondern dass wirklich ein Großteil der Unternehmen von dieser einen Lösung profitieren kann. Ich sehe das auch als großen Vorteil. Alle Nischen zu finden. Ja. So. Ich glaube, wir Startups sind auch irgendwie ein bisschen angstfreier. Also wenn man schon sagt, wir machen Startup, wir gehen da rein in diesen Löwenkäfig, ja, dann macht man es halt einfach und dann denkt man nicht, oh, ist diese Aufgabe vielleicht zu groß, aber genau wie du meintest, man macht's. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann wechselt man nochmal die Richtung. Und aber es gibt halt diese riesige Motivation, die wir Startups haben und dass man auch jeder im Unternehmen weiß, ich kann was ändern, ich mach was. Und es ist nicht, okay, ich kann jetzt einen Vorschlag machen, der muss dann durch drei Ebenen, dann geht er wieder runter und in drei Monaten kann ich dann vielleicht mit meiner Idee anfangen, sondern man geht einfach kurz ins Büro zum Chef rüber, sagt, ey, sag mal, was hältst du davon? Und dann, ja, okay, lass machen. Und zwei Tage später hat man den ersten Prototypen gebastelt und man analysiert die Dinge nicht zu Tode, sondern man macht einfach. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und dass wir alle halt irgendwie ja, Lust und keine Angst haben. Angstfrei Intralogistikern, sagst du, ist der Begriff dafür quasi. Genau, manchmal ist ja auch nicht so witzig in den Unternehmen. Es gibt ja auch jede Menge Hürden.
Startups sind auch speziell. Johannes, du hast im Vorgespräch gesagt, man reitet das Pferd so lange, bis es dann zusammenbricht. Oder zum Einhorn wird. Genau, oder zum Einhorn wird. Könnt ihr ein bisschen aus dem Alltag erzählen, was da schwierig ist? Naja gut, man hat natürlich jede Menge Herausforderungen bei der Gründung eines Unternehmens und ich glaube, da haben auch die meisten Startups auch ähnliche Probleme, sage ich mal, egal was sie jetzt konkret machen. Da muss man durch. Also ich habe schon gesagt, ein bisschen so eine Achterbahnfahrt, so ein Startup. Und ja, generell, ich meine, man hat natürlich immer ein großes Thema, ja, Finanzierung ganz am Anfang. Also ich brauche erstmal eine Idee, dann brauche ich jemanden, der sie finanziert. Dann, wenn ich die Investoren überzeugt habe, brauche ich ein Produkt und Prototypen. Dann muss ich Kunden überzeugen, dann muss ich das noch skalieren und produzieren und nebenher halt eben auch eine professionelle Organisation aufbauen. Ich meine, wir sind jetzt mittlerweile vier Jahre gegründet und wir sind jetzt natürlich in einem vollkommen anderen Stadium. Also wir haben jetzt dieses ganz agile, frühe Startup auch schon so ein Stück weit verlassen und werden jetzt zu einer professionellen Organisation, Organigramm. Jetzt brauchen wir auch Prozesse und Hierarchien eben, vielleicht dann irgendwann. Genau, auch Hierarchien und das ist ganz klar. Aber es ist super wichtig, dass man halt diesen Startup-Spirit dabei nicht verliert. Also ich glaube, das ist die Kunst, zu einem professionellen Unternehmen zu werden mit entsprechenden Strukturen und Qualität und Organisation dahinter, aber eben diese Agilität und diese Dynamik dabei nicht zu verlieren. Wie ist es bei euch, Spirit noch da? Der ist immer da, genau. Das macht uns ja auch so aus irgendwie. Das ist wirklich alle ziehen an einem Strang. Aber man muss halt auch im Startup aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt und dass man nicht in irgendeine Richtung entwickelt, die gar nicht benötigt wird. Also trotz allem Spirit und Agilität muss man auch mal jemanden haben, der dann sagt, okay, das ist unser Fokus, dabei bleiben wir jetzt. Mehr brauchen wir jetzt gerade erstmal gar nicht. Also das ist auch so eine Sache, da läuft man immer schnell Gefahr, irgendwie in so eine ganz falsche Richtung zu starten. Das ist dann der Spaßverderben. Und dann das tote Pferd zu reiten. Sonja, wie ist es bei euch? Gibt es da jemanden, der auf den Tisch haut und sagt, nee, jetzt müssen wir aber ein bisschen... Ja, da gibt's so einige, inklusive, wir sind nicht so viele Frauen, aber ab und zu treten wir unseren ganzen Männern da mal so ein bisschen so in den Arsch, um es mal so zu sagen, ein bisschen. Doch, da gibt's auf jeden Fall welche, die ganzen Leute mal wieder on track bringen und das braucht man auch. Und ja, also ich sehe bei uns als größte Herausforderung ist eigentlich mittlerweile gar nicht so intern, sondern dieses, dass halt die sehr konservative Intralogistik schon, da fragen sich halt immer, ja, wo läuft es denn schon? Wie lange läuft es denn schon? Natürlich haben wir keine Maschine, die seit 10 Jahren irgendwo läuft, weil uns gibt's seit 3 Jahren. Und das ist halt immer da, das ist so diese größte Hürde, diese Robustheit zu beweisen und dass die Leute halt sagen, ja, ich vertraue dir das, was du sagst, das Produkt sieht super aus und auch wenn du halt noch keine 10 Jahre Betrieb nachweisen kannst, wir kaufen bei dir jetzt was. Das ist diese Robustheit, dass man das hinkriegt und das ist für uns, würde ich gerade sagen, mit einer der größten Herausforderungen auch. Wie ist da das Erfolgsgeheimnis, an die Leute ranzutreten? Hast du da eine Idee? Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis ist, dass man wirklich am Anfang versucht, einen zu finden, ein größeres Unternehmen, was etabliert am Markt ist, das an einen glaubt. Und dass man da in diesem Unternehmen einen Ambassador braucht, so einen, der wirklich für einen intern kämpft und da durchgeht und sagt, hey, lass uns das mal versuchen. Wirklich jemand, den man von Anfang an von sich überzeugt hat und der dann danach auch einem dieses Feedback gibt, dieses, in welche Richtung müssen wir entwickeln, dass wir wirklich trotzdem in line mit dem Markt sind, weil genau, manchmal denkt man, man hat da eine super Idee und eigentlich sind die Entwickler schon 10 Schritte weiter als das, was der Markt überhaupt benötigt, weil wir es perfekt machen wollen. Dieser Perfektionismus, der ist halt auch manchmal gefährlich. Aber wenn man da dieses Glück hat, von Anfang an einen Mentor zu haben, der einem dann erlaubt, okay, hier könnt ihr einen Pilottest machen und wir kaufen danach auch eine Maschine und stellen die wirklich hin, das ist halt super. Einen Botschafter zu finden. Johannes, genau. Du hast vorhin das Thema Finanzierung angesprochen. Von Startups ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie weitermachen können oder richtig durchstarten können. Wie ist da Deutschland im Vergleich zu den USA? Man hört ja im Silicon Valley, da kannst du die Millionen ordentlich einsammeln. Und wenn du dann sagst, Freiburg oder Kassel oder Bremen, dann ist nicht ganz so einfach. Ich denke, man muss da sehr stark unterscheiden, um welche Summen und um welche Phase es geht. Also ich glaube, dass wir prinzipiell in Deutschland eigentlich auch eine sehr, sehr gute Situation haben. Also in den letzten Jahren sehe ich da eine sehr positive Entwicklung.
Also gerade für eine Frühphasenfinanzierung gibt es ja jede Menge Geld, muss man schon so sagen. Also da gibt es viele Investoren und Programme. Also jetzt so diese Anfangsfinanzierung als Startup zu kriegen, ist kein Thema. Es wird schwieriger dann in den späteren Phasen, wenn es um sehr viel größere Summen geht, dann Series B, Series C vielleicht, sage ich mal, wenn wir dann irgendwie so im Bereich 20 Millionen Euro kommen pro Runde, da wird es dann in Deutschland schon dünn. Da muss man auf jeden Fall international dann schauen, aber in dieser frühen Phase, so die ersten ein, zwei Runden, da gibt es in Deutschland auch viele Möglichkeiten. Und ich glaube, man darf ja nicht nur auf die Finanzierung schauen, USA ist natürlich immer der Vergleich, aber was uns halt auch auszeichnet, wir haben eine große, tolle Industrie hier in Deutschland und eben die Kunden sitzen hier vor Ort und ich glaube, das ist eben die Stärke dann auch, die wir hier haben und die wir ausspielen müssen. Anderes Thema ist Personal. Wie schwierig ist es, an gutes Personal, an Leute ranzukommen, die jetzt eben sich nicht für einen Konzern entscheiden und sagen, nee, ich gehe da in ein Startup, ich will mich aber auch nicht ausnutzen lassen und viel Überstunden und dafür aber ganz wenig Geld. Die Geschichte, was habt ihr da für Strategien? Marie vielleicht? Ja, also grundsätzlich sind wir ja ein gutes Team und das präsentieren wir so auch nach außen. Und dann kommen natürlich schon Leute, die einfach irgendwie Teil sein wollen. Also wir kommunizieren immer das, was wir innen machen und wie wir so dynamisch sind, das kommunizieren wir eben nach außen. Und das kommt eigentlich ganz gut an und dann kriegt man auch ganz gut die Leute ran. Also nicht so das große Herausforderung. Freiburg, wie ist da die Situation? Ach, Freiburg ist eine schöne Stadt, also es ist nicht so schwer, Leute zu überzeugen. Nee, aber es ist natürlich klar ein wichtiges Thema, weil gute Leute sind wirklich das A und das O für den Erfolg eines Startups. Und auch da sehe ich ein bisschen so einen positiven Trend. Ich habe das Gefühl, im letzten Jahr ist es schon, sage ich mal, ein bisschen im Trend auch. Also vor 7, 8 Jahren waren es halt eher die Unternehmensberatungen. Heute stehen die Startups schon auch, glaube ich, ja, weit oben sozusagen als Wunscharbeitgeber. Und da braucht man halt die richtigen Leute. Und genau, also das ist möglich, aber das ist auch ein wichtiges Thema, wo man sich wirklich auch aktiv drum kümmern muss. Mhm. Sonja, also Situation in Bremen? Ja, also ich glaube bei uns, das, was wir als Wichtigstes darstellen, was für uns auch, glaube ich, sehr, was uns attraktiv macht, ist halt dieses, dass wir den Leuten das Gefühl geben, hier, du kommst hier nicht hin, um von 8 to 5 zu arbeiten und einfach deinen Job zu machen, sondern du hast hier eine Aufgabe. Du kannst mit uns zusammen die Welt der Intralogistik verändern, wenn du Lust drauf hast, wirklich was zu bewegen. Und da geben wir dir die Chance und letztendlich alle, die jetzt dabei sind, du hast Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist halt nicht so, okay, du fängst an, dann kannst du Abteilungsleiter werden, dann kannst du Regionalleiter werden, sondern es liegt in deiner Hand, deine eigene Position zu entwickeln und ja, the sky's the limit für die Firma und alle, die dabei sind jetzt, können ja, sie mit shapen, entwickeln und sich sozusagen ihre eigene Karriere basteln und jeder ist Teil davon und jeder, der jetzt dabei ist, genau, der ist... Von dem darf es jetzt auch sein eigenes Baby sein sozusagen und das motiviert viele Leute. Aber andererseits glaube ich auch das, was du sagst, was glaube ich viele Startups verstanden haben, dass man sich auch nicht in diese Opferrolle zurückziehen kann. Oh, ich bin Startup und hier musst du ganz 4 Stunden arbeiten und wirst schlecht bezahlt, sondern dass man einfach, dass es wichtig ist als Startup ganz früh zu sagen, hey, wir bieten hier ein gutes Arbeitsumfeld, wir bezahlen fair. Es ist nicht so, dass wir wirklich immer auf dem letzten Rad fahren und gucken, wie kommen wir über die Runden, sondern es muss klar sein, es gibt vernünftig Urlaub, es werden nicht 500 Überstunden gemacht und es wird halt auch vernünftig bezahlt. Vielleicht können wir nicht mit allen mithalten, aber wir bezahlen auch nicht die Hälfte, so dass man sagen kann, es passt eigentlich an allen Seiten. Es passt motivationstechnisch, es passt vom Geld, es passt von den Urlaubstagen, es passt von den Stunden und gleichzeitig sind wir einfach ein cooles Team. Und ich glaube, was super gut ist bei Startups, dass wir dieses Glück haben, dass eigentlich die Leute zu uns kommen, die wirklich Bock drauf haben. Also entweder, wenn du sagst, nee, bin mir nicht ganz sicher, dann machst du es nicht. Du kommst, wenn du wirklich sagst, boah, ich will was machen und mich reizt die Aufgabe mehr als der Gehaltscheck am Ende des Monats. Nun gibt es ja jede Menge Leute, die bei euch anrufen und sagen, sie wollen euch helfen. Accelerators gibt es, gibt Logistikinitiativen, Vereine, Verbände. Es gibt jede Menge Awards, wo man sich bewerben kann. Sagt mal ganz ehrlich, was ist Zeitverschwendung und was macht wirklich Sinn?
Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, eigentlich ist der Fokus, dass man sich nicht beim ersten oder zweiten Accelerator sagen soll, oh Gott, da fragt mich jemand an, ich muss es machen, sondern man muss sich konzentrieren, wirklich ein, zwei wirklich gute, genau, die zu einem persönlich passen zu finden und nicht gleichzeitig auf 10 Hochzeiten parallel tanzen zu wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dann aber auch die Accelerator zu sehen als Hilfe, aber auch wieder nicht in eine Opferrolle zu verfallen. Oh Gott, ich brauche die Hilfe vom Accelerator, sonst schaffe ich es nicht und der soll mir jetzt alle meine Probleme lösen und erklären, wie ich das jetzt machen soll. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man als Startup immer sich selber den Anspruch hat, sich weiterzubilden, vorwärts zu kommen und diese Accelerator sozusagen als einen Teil ansieht, aber jetzt nicht, okay, ich brauche den Accelerator, um dadurch überleben zu können. Marie, eure Erfahrung? Man hat ja anfangs so die Tendenz, irgendwie überall mitzumachen, um irgendwo überall so den Namen in den Ring zu schmeißen, aber irgendwann kommt man dann auch an den Punkt, also irgendwann ist das auch so ein nicht unerheblicher Aufwand dann und dann muss man halt wirklich gucken, okay, was macht jetzt Sinn für uns und was nicht. Es ist für den Anfang vielleicht nicht schlecht, wenn man wirklich mal irgendwie überall dabei war. Man lernt eben auch Leute kennen, man knüpft Kontakte, aber irgendwann muss man dann wirklich zielgerichtet gucken, okay, wo investiere ich jetzt meine Zeit und wo macht es einfach keinen Sinn. Alles? Ja, also ich hätte auch gesagt, so gerade in der frühen Phase, 1, 2, 3 Programme vielleicht mal mitzumachen, haben wir auch gemacht. Das bringt einem viel, kann sich vernetzen mit anderen Startups, das ist eigentlich oft das größte Plus. Kommt ein bisschen Coaching und Netzwerk, aber dann ist es auch irgendwann gut. Man muss sich dann halt wirklich auf sein, naja, sage ich mal, auf die Entwicklung des Unternehmens fokussieren. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, am Anfang 1, 2, 3 da mal mitzumachen, aber dann vollen Fokus auf die Marktentwicklung und das Produkt. Okay, lass uns zum Abschluss kurz in die Glaskugel gucken. Seid ihr ein Einhörnchen in 5 Jahren oder ist das Pferd, auf dem ihr reitet, schon ein bisschen müde geworden? Erzählt uns, was passiert in 5 Jahren? Ja, also 5 Jahre ist natürlich immer ein langer Zeitraum für ein Startup-Leben, wenn ich überlege, uns gibt es ja erst seit 4. Das heißt, nichtsdestotrotz sehe ich schon das Potenzial, dass sich unser Unternehmen Wyferion jetzt in den nächsten 5 Jahren zu einem großen, wichtigen Anbieter in der Intralogistik und der Robotik entwickelt für die Energieversorgung von allen möglichen Fahrzeugen. Ich denke, dafür sind wir sehr gut aufgestellt. Das zeigen ja auch jetzt die verschiedenen Preise, die wir für Produkte auch gewonnen haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen auf diesen Lorbeeren, sondern wir müssen Gas geben. Es gibt natürlich auch Wettbewerb, der merkt, holla, da geht was. Deswegen weiter dranbleiben und dann sehe ich die Chance, dass wir zu einem etablierten, ja, soliden Unternehmen werden, was hier die Welt hoffentlich mit kontaktlosem, induktiven Laden versorgt. Okay, schau mal, Marie, hebt ihr ab? Jein, also genau das ist ja so, die Zukunft wird eben sein, dass wir ja nicht das Drohnenunternehmen sind und ja, die Drohne, die ist ganz nett, sondern wir wollen schon der Anbieter werden, der Daten in der Logistik, visuelle Daten in der Logistik auswertet. Und da gibt es auch weitaus mehr Anwendungsfelder, als jetzt eine Drohne durchs Lager fliegen zu lassen. Das ist ganz nett, das ist auch ein toller Door-Opener irgendwie und aber da steckt viel, viel mehr dahinter und da wird auch in den nächsten Jahren, werden sich da noch viel mehr Anwendungsfelder erschließen und ja, da wollen wir hin, dass wir da einer der führenden Anbieter werden. Sonja? Ja, also wir denken eigentlich schon, dass wir in 5 Jahren das Maß aller Dinge in der omnidirektionalen Fördertechnik sein werden. Man muss da halt auch mit hohen Zielen rangehen, weil nur dann erreicht man sie. Wir denken schon, dass wir eigentlich in 5 Jahren das ganze Produkt weltweit etabliert haben und weltweit verfügbar sind. Das sind halt im Moment die Schritte, dass man jetzt einen Markt nach dem anderen entwickeln muss. Aber genau, wenn wir sehen, wie du meintest, seit 4 Jahren am Markt, wir sind jetzt vor 3 Jahren wurden wir gegründet, was wir in der Zeit geschafft haben, würde ich sagen, in 5 Jahren weltweit verfügbar zu sein und da wirklich das Maß der Dinge zu sein, ist für uns alle 3 machbar. Was wir daraus jetzt machen, genau, das ist unsere Sache. Mhm. Aber prima Schlusswort, vielen Dank. Wir gucken, vielleicht drehen wir in 5 Jahren nochmal darüber. Unsere Zeit geht jetzt leider zu Ende mit den Finalisten und dem Gewinner des Startup of the Years, des iFoy Awards. Vielen Dank für eure Teilnahme. Hat uns viel Spaß gemacht hier bei Wyferion in Freiburg. Ich freue mich auf das nächste iFoy-Jahr. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.